Verwaltungsgericht Hamburg. Hier treffen Angeklagte auf Deutschlands umstrittensten Rechtsausleger. Sein Spitzname Richter Gnadenlos, seine Passion harte Strafen schon für kleinere Vergehen. So schickte Amtsrichter Roland Schill etwa eine Autozerkratzerin für 2,5 Jahre ins Gefängnis und kritisierte die zu milden Urteile von Kollegen. Mittlerweile ist die Bevölkerung mit so vielen milden Urteilen konfrontiert worden als Folge solcher Tötungsverbrechen, dass sie längst den Eindruck gewonnen hat, ich formuliere das ein bisschen überspitzt, dass so ein Tötungsverbrechen auch mal so 3,5 Jahre nach sich ziehen kann. Also durchaus im Rahmen des Brechenbaren liegt, sich einer unliebsamen Person zu entledigen. Öffentliche Kollegenschelte, die hohe Justiz als berechenbare und so lasche Institution. Auch beim Thema Drogenkriminalität kennt sich Richter Gnadenlos aus, macht sich so seine Gedanken und fordert, dass man Beweismittel, wenn man Leute beim Drogenhandel beobachtet, dadurch ans Tageslicht befördert, dass man ihnen Brechmittel gibt, weil sie die ja in Plastik eingeschweißten Kokainkügelchen im Mund haben oder runterschlucken, dann heißt das, nein, wir können doch nicht in deren Individualrechte eingreifen, nur weil die ein bisschen Kokainkügelchen geschluckt haben. Diese armen Menschen kommen aus Schwarzafrika. Wer weiß, was sie alle schon durchgemacht haben, haben die Asylanträge gestellt. Das dürfen wir nicht, das ist unmenschlich. Auf diesem Altar der vordergründigen Menschlichkeit wird ein großer Teil unserer Jugend geopfert. Ein Richter sieht rot oder ein Richter greift endlich den Gesetzen entsprechend hart durch. Seine Kollegen drohten mit ärztlichen Gutachten, doch Amtsrichter Schill will nicht schweigen. Bevor ich hier irgendwann in der Zwangsjacke abgeführt werde, da gebe ich die Interviews lieber vorher. Zoff in der Justiz. Alle zittern vor Richter Gnadenlos. Verbrecher, Angeklagte und jetzt auch die Richterkollegen. Ist er zu streng, bist du zu schwach. Herr Lumme, ist dieser Herr Schill, den wir gerade sahen, ein geistiger Bruder von der Elbe, von Ihnen? Zunächst mal muss ich sagen, er liegt im Trend. Wenn ich Herrn Schröder, den Ministerpräsidenten, gehört habe, dann war ein Mann aus Amerika hier, der über New York berichtet hat und die Erfolgsstory in New York. Das sind Äußerungen, die immer darauf hinauslaufen, man darf die kleinen Vergehen nicht durchgehen lassen, sondern muss von vornherein anfangen. Aber man muss natürlich sehen, Martin Luther King hat das mal gesagt, man kann nur Erfolg haben, wenn man gelegentlich den Gegenstand dramatisiert, nicht wahr? To dramatize the issue. Das tut er wahrscheinlich. Das heißt, dieses Überzogene ist aber dennoch, so meine ich jedenfalls, in der Lage, deutlich zu machen, worauf es im Moment ankommt. Aber das, ist das nicht ein Urteil nach Ihrem Geschmack, zum Beispiel 2,5 Jahre für eine Autokratzerin? Nein, das ist nicht ein Urteil nach meinem Geschmack, weil es nach meinem Dafürhalten überzogen ist. Aber es, glaube ich, soll den deutlich machen, dass es nötig ist, in der Rechtsprechung schärfer zu werden, um diese Einstiegskriminalität zu verhindern. Also Sie meinen, die Gleichung härtere Strafen gleich weniger Kriminalität, die geht auf? Wenn Sie darauf abstellen, dass nur Strafen das Heilmittel sein sollen, wird das überhaupt nicht funktionieren, sondern es muss eine Fülle von Maßnahmen zustande kommen, ein Gesamtkonzept gewissermaßen, wenn man erfolgreich diese Kriminalität bekämpfen will. Und dies ist nur ein Ausschnitt. Aber Sie sprachen auch gerade, gaben mir das Stichwort, also Schröder, Foscherau ja auch. Mhm. Das ist die Linie, die ist offenkundig populär. Es ist aber etwas, was durchaus von Ihnen und Ihrer Partei vorangetrieben wurde. Gibt es noch überhaupt so etwas wie eine rechte Domäne für Sie? Es wird langsam ernst, ja. Und ich habe ja schon in der Versuchung gestanden, Herrn Schröder einen Brief zu schreiben, ob ich nicht bei ihm Innenminister werden darf, weil ich mich so wiederfand in seinen Äußerungen. Das ist doch ein guter Gedanke. Bloß ich bin früher immer beschimpft worden dafür, wie sonst was. Und bei ihm ist das nicht der Fall. Und ich meine, wenn man es früher gemacht hätte, was jetzt offenbar alle tun wollen, dann hätten wir manche Probleme nicht. Das kommt alles zu spät. Wir warten es ab. Vielleicht sieht Herr Schröder diese Sendung und wer weiß, dann kommt das nächste Politikangebot doch noch. Ich danke Ihnen erst einmal. Wir